Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe der Ringvorlesung Uncreative Digital Writing. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Frau Berit Glanz vorstellen zu können. Berit Glanz ist Autorin, Essayistin und Literaturwissenschaftlerin und sie lebt inzwischen in Reykjavik. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für neue skandinavische Literaturen an der Universität Greifswald und arbeitet nun als freie Autorin und Essayistin. Berit Glanz hat ein reichhaltiges literarisches, essayistisches und auch wissenschaftliches Oeuvre vorgelegt. Ihrem preisgekrönten Debütroman Pixeltänzer wird bald der Roman Automaton folgen. Das sind Texte, die nicht umsonst in der aktuellen literaturwissenschaftlichen Forschung zur Literatur nach der Digitalisierung, wie es in dem neuen Band von Schumacher und Kreuzmeier heißt, Beachtung finden. Auf ihrer Internetseite findet sich eine beeindruckende Liste der in den letzten Jahren publizierten Essays, einige davon in dem von ihr gegründeten und mitherausgegebenen Literaturmagazin 45 Books. Das ist nicht irgendein Literaturmagazin, sondern der einzige Literaturfeuilleton, der in den kritischen Augen von Katrin Passig Bestand hat, wie ich auf der Seite lesen konnte. Besonders erwähnen möchte ich aber den Newsletter Phonerie, in dem Berit Glanz, wenn ich das mal so sagen darf, uns und auch sich selbst das Internet erklärt. Die gerade die sozialen Medien ohnehin auszeichnende Tendenz zur Selbstbeobachtung wird von Berit Glanz auf das Kunstvollste vorgeführt und vielleicht sogar selbst zur Kunstform erhoben, wenn sie zum Beispiel Memes und andere Internetphänomene deutet und kontextualisiert. Im Jahr 2020 hatte Berit Glanz die erste Bremer Netzresidenz inne und hat da in ihrem Projekt Nature Writing, Machine Writing dann auch noch mit computergenerierter Lyrik experimentiert und sozusagen das Portfolio ihrer Beschäftigung mit digitaler Literatur oder Literatur im Digitalen komplettiert. Ich könnte jetzt beliebig lange fortfahren mit der Aufzählung von Gründen, warum wir Sie gerade in diese Ringvorlesung eingeladen haben, aber ich möchte ihr nicht die Zeit wegnehmen. Darum, Berit, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Du hast das Wort. Sehr schön, dann fange ich direkt mal an. So, ich habe angefangen mit einer Google-Suche. Das bedeutet, es müssen auch alle anderen jetzt mit der Google-Suche mitschauen. So, am Anfang, also, oder vielleicht ist ganz interessant, ich glaube, es ist, verstehen mich alle? Ja, ne? Klappt gut. Gut. Ich glaube, ich bin jetzt die zweite Sitzung, in der aus Autorinnenperspektive gesprochen wird. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird es jetzt ja in den folgenden Sitzungen dabei bleiben, also sehr praktisch werden. Wie gesagt, bei mir fing es an mit einer Google-Suche nach Kohletransportern und das wird heute uns durch diesen Vortrag begleiten. Das macht übrigens Spaß, weil es gibt gar nicht mehr so viele Kohletransporter. Das sind heutzutage ja überwiegend Kipplaster, die man da findet. Kohletransporter waren mal im Stadtbild omnipräsent, sind deswegen auch ein großer Teil von Bilderbüchern, aber nicht mehr in der Kohlevariante, sondern in der Kipplaster-Variante mit Sand. Weil eben Kohle nicht mehr an Privathaushalte geliefert wird in der Form, weil eben Kohleöfen vorbei sind. Das bedeutet, man findet diese Transporter, so wie man den da rechts in dieser Spielzeuglandschaft sieht, nicht mehr im Stadtbild. Und wenn jetzt ein Kohletransporter in einem literarischen Text auftaucht, dann wirkt das vermutlich anachronistisch. Gegenwärtig wirkt es sicher nicht. Dementsprechend war es für mich besonders interessant, dass in ganz, ganz vielen von mir generierten Gedichten, die ich mit dem neuronalen Netzwerk im Tupoem generiert habe, eben ein Kohletransporter auftauchte. Und zwar immer wieder die gleiche Zeile, I am a coal truck. So, das ist natürlich dann erstmal was, wo man dran hängen bleibt. Anscheinend hat die AI, also dieses vortrainierte Netzwerk, mit dem ich gearbeitet habe, im Tupoem, irgendeine Art von Verarbeitungsfehler. Und Fehler sind ja immer interessant, weil man aus Fehlern sehr viel lernen kann. Das bedeutet, ich hing ziemlich schnell an diesem Fehler fest.
Das Problem ist, und das wissen, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt bei den Menschen ist, die zuhören. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man über diese Themen spricht, wie viel man voraussetzen kann. Aber wichtig ist, dass man weiß, dass es bei künstlicher Intelligenz ziemlich schwierig ist, nachzuvollziehen, wie der Algorithmus exakt zu seinem Ergebnis kommt. Also welchen Weg das Netzwerk durch die Datenmenge einschlägt, mit der eben dieses Netzwerk dann trainiert wird. Wenn man herausfinden möchte, wie ein Fehler oder ein überraschendes Resultat oder eben so ein Kohletruck zustande kommt, dann bleibt einem nichts anderes übrig als eigentlich, ja, also man kann sich genauer den Algorithmus angucken, man kann schauen auf die Trainingsdaten, man kann schauen, wie hat das Training funktioniert, war es zu lang, war es zu kurz, solche Dinge. Man kann ziemlich viel rumexperimentieren, aber unterm Strich ist das ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich damit angefangen, dass ich mir sehr genau angeschaut habe, was macht eigentlich dieses neuronale Netzwerk, mit dem ich arbeite. IM2POEM ist ein Netzwerk, was trainiert worden ist für ein Paper von ForscherInnen der Universität Kyoto. Die haben das mit dem Ziel entwickelt, dass sie zu frei ausgewählten Bildern lyrische Texte generieren wollten. Und zwar Texte, die sowohl, also die von menschlichen Lesern sowohl als sinnvoll als auch als poetisch eingeordnet werden. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Dieses Paper ist schon ein paar Jahre alt. Das sind ja im Bereich künstlicher Intelligenz dann ungefähr Jahrtausende. Zu dem Zeitpunkt war das extrem neu und schwierig einfach. Jetzt ist es immer noch schwierig, aber nicht mehr neu. Es gab, um dieses Ziel zu erreichen, drei wesentliche Probleme. Und die wurden auch von den beteiligten Forschern definiert, und zwar in ihrem Paper Beyond Narrative Description Generating Poetry from Images. So, das erste Problem bezeichnen sie als Cross-Modality von Bild und Gedicht. Und damit beziehen sie sich eigentlich auf die medialen Unterschiede von Bild und Text. Bilder funktionieren ja nicht gleich wie Text. Das ist eine Binse. Aber das gibt ein Problem dadurch, oder wenn man Gedichte oder wenn man jetzt eine künstliche Intelligenz trainieren möchte, die aus Bildern Gedichte macht, dann ist es ja relativ einfach zu denken, oh, als erstes lasse ich das Bild klassifizieren, da ist ein Falke drauf, da ist ein Feuer drauf, da ist ein Kohletrakt drauf und lass dann zu diesen Klassifikationsbegriffen ein Gedicht generieren. Aber so funktionieren Bilder nicht, weil das poetische Potenzial von Bildern ja auch auf einer abstrakteren Ebene, auf einer metaphorischen Ebene ist, auf einer Symbolebene. Das bedeutet, wenn man diesen einfachen Klassifizierungsweg wählt, hat man ein Problem. So, Literaturwissenschaft würde vermutlich sagen, dass eben die symbolische Zeichenebene des Bildes außer Acht gelassen wird, wenn man eine rein auf den sichtbaren Bildinhalt bezogene Klassifizierung vornimmt. So, dann gibt es ein zweites Problem. Das ist immer ganz lustig, wenn man dieses Paper liest, weil das sind eben offensichtlich keine LiteraturwissenschaftlerInnen, auch keine SprachwissenschaftlerInnen im weitesten Sinne. Das bedeutet, die entwickeln manchmal neue Begriffe für Dinge, die in unseren Fachbereichen eigentlich nicht so ganz neu sind. Das macht dann irgendwie Spaß, das zu lesen. Also, das zweite Problem, was beschrieben wird, ist, dass die Gedicht-Bild-Kombination und sehr subjektiv ist. Also Lyrik und was man als passend empfindet von Gedicht und Bild ist subjektiv. Das bedeutet, wenn ich irgendwie faktenbasiert ein Bild klassifiziere auf Basis von dem, was man da sieht, dann können wahrscheinlich alle zustimmen. Aber wenn ich sage, Gedicht A passt dazu, dann sagt vielleicht Person B, Moment, Gedicht C passt viel besser. Also diese subjektive Dimension von Lyrik ist ein Problem, wenn man so ein Netzwerk trainieren möchte. Ist aber für uns LiteraturwissenschaftlerInnen natürlich gar nichts Neues, weil das eben das ist, was wir eigentlich mit dem Begriff der Mehrdeutigkeit von Literatur beschreiben, die wir als einen ganz entscheidenden Aspekt von Literarizität wahrnehmen. So, das ist das zweite Problem. Dann gibt es das dritte Problem. Und zwar haben die Forscher der Uni Kyoto sich eben überlegt, dass IM2POEM soll keine Gedichte nach standardisierten Reimschemata generieren, sondern freien Vers. Das ist schwierig, weil man dann Probleme bekommt, weil man eben nicht sagen kann, Zeile 2 enthält 5 Silben, das ist ein fünfhebiger Jambus, der hier, also bei allen formalisierten Gedichten ist es leichter, der Maschine den Befehl zu geben, die zu generieren, als man sagt, es soll ein freier Vers sein, der sich aber gleichzeitig poetisch anfühlt. Aber was ist eigentlich poetisch anfühlen? Und das nennen die Forscher Poeticness. So, das sind die Probleme, die auftauchen. Jetzt habe ich ein Bild aus diesem Paper. Es wirkt dann gleich ein bisschen abschreckend. Aber es geht mir jetzt gar nicht ganz genau darum, dass ich erkläre, wie dieser Algorithmus funktioniert, was dieses Bild tut,
sondern es geht mir darum, dass ich den Weg zu diesem Algorithmus erklären möchte. Und das ist einmal eben, dass in diesem Paper sehr ausführlich geschildert wird, dass eben zwei Datenkorpora zur Verfügung stehen. Das eine ist der kleine Korpus oder das kleine Korpus, das kleine Korpus Multi-M-Poem. Und dieses kleine Korpus bestand aus 34.847 Bildgedichtpaaren. Und diese Bildgedichtpaare kamen, oh Moment, nochmal einmal zurück, diese Bildgedichtpaare kamen aus öffentlichen Flickr-Gruppen. Das bedeutet, es wurden Flickr-Gruppen gescrapt nach eben nach Menschen, die eben Fotos mit Gedichten versehen haben, wurden dann gesammelt. Und dann wurden diese Gedichte, also diese 34.847 Gedichtpaare, wurden fünf Literaturwissenschaftsstudierenden gegeben. Es ist also auch was, was Literaturwissenschaftsstudierende anscheinend machen, die dann diese Paarungen auf Relevanz überprüft haben und dann eben gesagt haben, von diesen über 30.000 Paaren sind 8.292, die finden wir sinnvoll. Das ist der erste Korpus, das Korpus Multi-M-Poem. Das ist das, was man auf diesem Bild links sieht, bei dem Bild mit den Blumen und diesem passenden Gedicht darunter. Ne, das ist aus diesem Korpus, den man sich auch online angucken kann. Dann gab es einen zweiten Trainingsdatensatz, mit dem dieser erste Korpus erweitert werden sollte. Und dieser zweite Trainingsdatensatz ist sehr viel größer und nennt sich Uni-M-Poem. Wo kommen jetzt diese Gedichte her? Das sind 92.265 englischsprachige Gedichte. Und an die kommt man ja gar nicht so leicht ran. Auch hier wurden Websites gescrapt. Und zwar ist das das, was unten in dem Zitat steht: Uni M Poem is crawled from several public online poetry websites, such as Poetry Foundation 3, Poetry Soup 4, Best Poem Net und Poets.org. So, dann erfahren wir außerpoetische Kriterien oder außerlyrische Kriterien, nach denen eben Gedichte da rausgeworfen sind. Strange Characters, Sprachen, die nicht Englisch sind, Gedichte, die sich doppeln. Und die Gedichte, und das ist wichtig, dürfen nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Ganz pragmatisch vermutlich, weil es dann schwieriger würde, weil dann der Korpus wahnsinnig aufbläst, aber weil sie auch ihre AI darauf trainieren wollten, dass die eben jetzt keine 40 Strophen langen Gedichte produziert. So. Aber es wurde eben limitiert und es sind diese öffentlich verfügbaren Gedichte, auf denen trainiert worden ist. So. Auf diesem Bild ganz links sieht man, wie das dann gemacht worden ist. Diese beiden Korpora wurden zueinander in Bezug gesetzt. Also der Bildgedicht-Korpora wurde nach bestimmten Merkmalen sortiert und dann wurde der große Korpus auch danach sortiert und dann wurde das kombiniert und dann hatte man plötzlich noch größeren Korpus, mit dem man dann die AI trainieren konnte. So, der Kohletruck, der immer wieder bei mir aufgetaucht ist, der resultiert vermutlich aus irgendeinem Fehler in diesem Trainingsdatensatz oder dem Training selbst. Das ist ja ein bisschen schwierig, man weiß es nicht so genau. Es ist auf jeden Fall so, dass ganz offensichtlich diese künstliche Intelligenz bei bestimmten Eingabeimpulsen immer auf die gleiche Gedichtzeile zurückgreift, nämlich die Gedichtzeile I am a coal truck aus den Trainingsdaten. Ich hatte also diesen Kohletruck plötzlich in ganz vielen meiner Gedichten. So, jetzt muss ich erstmal kurz, bevor wir hier weitermachen, muss ich einmal kurz erzählen, was ich eigentlich für ein Projekt gemacht habe, warum ich diese Gedichte generiert habe. Das ist nämlich wichtig, um das zu verstehen. Und zwar, oh, im Chat ist eine Frage. Ah, da komme ich jetzt nicht rein. Irgendwie funktioniert meine Maus nicht. Doch, jetzt. Ah, Katrin hat dasselbe Korpusproblem. Ja, da müssen wir nämlich nachher mal drüber sprechen, weil dieses Problem haben nämlich speziell mit diesem Netzwerk ganz viele. Und das Korpusproblem, wo kommen die Gedichte her, haben auch ganz viele. Und das ist vor allem ein ethisches Problem. Da will ich nämlich jetzt drauf eingehen. So, dieses Projekt habe ich gemacht für diese Bremer Netzresidenz. Die Bremer Netzresidenz ist Teil von Literaturhaus Bremen und die machen seit 20 Jahren Residenzen, die sich immer an dieser Schnittstelle von Literatur und Digitalität bewegen. Ich habe für ein Projekt diese Residenz bekommen und dieses Projekt nennt sich Nature Writing, Machine Writing, wo ich versucht habe zu gucken, wie man eigentlich dieses sehr populäre Genre Nature Writing mit digitaler Literatur in Verbindung bringen kann.
Dazu musste ich auch so eine Projektskizze machen, also so ein Mission Statement quasi. Und das ist bei mir gewesen, mit verschiedenen Versuchsanordnungen herauszufinden, wie eine neue Form von Nature Writing aus dem Zusammenwirken von Schreibenden und Computern entstehen kann. So sah das dann ungefähr aus auf der Website. Ich habe verschiedene Versuche gemacht. Bei denen habe ich dann erst einen Versuchsaufbau gemacht. Das passt natürlich dazu, dass viele sagen, dass digitale Literatur first and foremost Konzeptkunst ist. Das ist also das Konzept, was da passiert. Ich habe in diesem Fall von Caspar David Friedrich, dem Maler, das Bild genommen, der Wanderer über die Nebelmeer, habe das mit einer Software von NVIDIA bearbeitet, sodass man diesen Mann entfernt und dann zu beiden Bildern Gedichte mit Im-to-Poem generiert. Diese Versuche sehen dann ungefähr so aus, also oben ist das Bild, dann sieht man unten links die englische Variante und unten rechts dann die übersetzte Variante. So, dann habe ich, hier sieht man dann das Bild ohne diesen Menschen, dann dazu generiert und da sieht man dann eben verändertes Gedicht. So, das habe ich in mehreren Versuchen gemacht. Und da taucht eben immer wieder dieser Cold Truck auf. So, was ist Nature Writing? Das muss ich natürlich erklären, wenn ich hier viel über Nature Writing sprechen möchte, weil ich das erstmal nicht voraussetze. Nature Writing ist eine Form von literarischer Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur. Es ist aber eigentlich gar nichts Neues. Menschen schreiben natürlich schon immer über Natur und zeigen da in Literatur, dass eben in unterschiedlichen historischen Kontexten unterschiedliche Konzepte von Natur existieren. Das ist ja erstmal naheliegend. Wie kann man Natur schildern? Natur kann ein Symbol für eine übergeordnete religiöse Ordnung sein. Man kann auch in Naturlyrik die Frage stellen, kann man überhaupt über Natur sprechen? Kann man Natur umsetzen in lyrisch-sprachliche, poetische Zeichen und so weiter? All diese Fragen stellt Literatur. In der Zeit nach der Industrialisierung, und das ist vielleicht wichtig, weil das ganz entscheidend ist für Naturlyrik, denkt Naturlyrik oder immer auch über so Entfremdung von Mensch und Natur nach. Ne? Also wie ist das Verhältnis von Mensch und Natur und setzt sich dabei vor allem mit etwas auseinander, was sich Domestizierungsparadox nennt. Domestizierungsparadox ist, klingt komplex, ist aber einfach. Und zwar, je mehr Technik wir haben, desto mehr beherrschen wir die Natur, aber Pech gehabt, gleichzeitig sind wir viel abhängiger von technischen Entwicklungen. Das ist dieses Domestizierungsparadox, was viel in Natur oder in Literatur über Natur stattfindet. So. Gleichzeitig haben wir momentan eine interessante Phase. Der Esquire hat das 2019 als Golden Age des Nature Writing bezeichnet. Der Esquire sagt, es liegt daran, dass wir uns so viel in virtuellen Räumen aufhalten und gleichzeitig die Klimakatastrophe an Fahrt aufnimmt und deswegen wird so viel Nature Writing geschrieben. Nature Writing ist aber eigentlich gar nicht so ganz neu, sondern das liegt schon deutlich früher. Die Ursprünge entscheiden, weil Schlüsseltext wird immer zu Rose Walden genannt. Ne? Von 1854 ist der schon, das ist das, wo man, ne, wo Thoreau in der Hütte im Wald lebt und sich von seiner Mama die Wäsche waschen lässt. Genau. Dann gibt es Nature Writing ganz besonders im Kontext der frühen US-Umweltbewegung. Da ist zum Beispiel Pilgrim at Tinker Creek gehört dazu, das ist ein Buch, was ganz doll von Walden inspiriert ist. Und in den letzten Jahren geht es dann richtig los. Da haben wir viele, viele Bestsellerbücher aus dem Genre Nature Writing, zum Beispiel dieses Ages for Hawk, wo Helen MacDonald beschreibt, wie sie halt einen Falken aufzieht. Dazu gehören auch solche Sachen wie Braiding Sweetgrass von Robin Wall Kimmerer. Also eine ganze Reihe von populären Nature Writing Büchern, die alle aber zentral in irgendeiner Art und Weise darüber nachdenken, wie das Verhältnis von Menschen zu der sie umgebenden Natur ist. So. Jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich eigentlich in einer Veranstaltung zu digitaler Literatur jetzt so viel davon, was Menschen über Natur geschrieben haben. Ich bin der Meinung, dass egal, ob man jetzt über Aufzucht von Falken schreibt, über das Entlangwandern an einem Fluss, über das Leben in einer einsamen Hütte im Wald oder auch das Pilze beobachten und so weiter, dass die Erzählinstanz in Nature Writing sich immer Fragen stellen muss nach dem, was ihr Menschsein ausmacht. Also Fragen beantworten nach fließenden Verläufen zwischen Natur und Kultur, nach den Zusammenhängen zwischen individueller Biografie und überzeitlicher landschaftlicher Formation. Das sind dann so Texte, wo die Berge so alt sind, ne, und die Schichten der Berge und so weiter. Und eben auch Fragen, und da sind speziell solche Bücher wie Ages for Hawk ganz entscheidend,
Was ist das tierische Menschen? Was ist das menschliche im Tier? Mit diesen Fragestellungen und den Problemen, die dabei aufgeworfen werden, ähnelt das Nature Writing meiner Meinung nach aber extrem der digitalen Literatur. Weil digitale Literatur ständig die Frage verhandelt, was sind eigentlich die Grenzen zwischen Mensch und Maschine? Wo fängt der Mensch an? Wo hört die Maschine auf? Arbeiten sie zusammen? Gehören sie nicht zusammen? Und so weiter. Das wabert die ganze Zeit immer bei digitaler Literatur mit dabei. Also irgendwie die Frage nach dem, was sind eigentlich die fließenden Übergänge zwischen menschlicher Kreativität und technologischem Verfahren? So. Interessanterweise sind natürlich die theoretischen Überlegungen zum Nature Writing, zu Imaginären in der Natur und so weiter viel, viel, viel weiter fortgeschritten. Was also vor allem zu einem Bereich, den ich jetzt mal irgendwie das Imaginäre der Natur nennen würde. Also das, wie bestimmte kollektive Vorstellungen, bestimmte Bedeutungszuweisungen die Naturkonzepte von verschiedenen Gesellschaften prägen. Dazu gibt es einiges. Zentral ist in diesem Bereich sicherlich der Begriff des Environmental Imaginary, der von, es ist inspiriert, es ist von Charles Taylor und Benedict Anderson, um mal irgendwie hinten Namen zu droppen, die man dann in Wikipedia eingeben kann. Aber entscheidend ist hier, dass dieser Begriff des Environmental Imaginary kommt von Michael Watts und Richard Pete. Und es geht darum, dass jede Gesellschaft so eine Art Umweltimaginäres hat, also eine Art und Weise, wie man sich die Natur vorstellt. Und dazu gehört dann eben auch, welche Varianten von Umgang mit der Natur sozialer Art, individueller Art, ethisch in Ordnung sind und moralisch korrekt. So, das ist eben in dem Naturkonzept von einer Gesellschaft und das verändert sich sowohl historisch als auch räumlich. Also je nachdem, wo man ist, ist das immer ein bisschen anders. So, dieses Sozialimaginäre, was ich jetzt am Beispiel von Umwelt erklärt habe, wird auch sichtbar, wenn wir über Technik sprechen. Denn das, was wir oder wie wir uns Technik abstrakt vorstellen, prägt tatsächlich ziemlich entscheidend, was unser gesellschaftlicher Umgang damit ist. Ja, so jetzt. Und ich habe hier jetzt ein Beispiel aus einem sehr tollen Buch. Und dieses Buch ist von Carolyn Marvin und es heißt When Old Technologies Were New, wo es darum geht, welche Vorstellungswelten eigentlich an die junge Elektrizität und an Telegrafie und das, an die Anfänge des Telefonierens geknüpft worden sind und wie das dann den kollektiven Umgang mit dieser Technologie bestimmt hat. Sie untersucht es also und schreibt eben, dass die Gedankenmodelle oder die Vorstellungswelten, die geknüpft werden an diese Technologie, sehr, sehr viel damit zu tun haben, ob uns was bekannt vorkommt, ob uns was bedrohlich vorkommt, wie unser Verhältnis überhaupt dazu ist. Es ist ein sehr dickes, sehr empfehlenswertes Buch, wo man das dann genauer nachlesen kann. Mir geht es darum, hier zu zeigen, dass dieses Sozialimaginäre in unterschiedlichen Bereichen auftritt. Es gibt es für die Umwelt, es gibt es für die Technologie und dann prägt es eben immer auch die Literatur, die daran mitarbeitet. So, jetzt komme ich zu einem Sammelbildkärtchen von dem Berliner Schokoladenhersteller Hildebrand. Warum? Weil ich der Meinung bin, und das ist nicht meine Meinung, das ist eigentlich ein Standard, dass die Zukunftsvision einer Zeit, also die ist das, wie sich eine Zeit vorstellt, wie die Zukunft aussieht in 100 Jahren, 150 Jahren und so weiter, ziemlich viel über das Verhältnis zu den aktuellen technologischen Entwicklungen aussagt. Und besonders spaßig ist natürlich, wenn man in die Vergangenheit guckt und dann schaut, wie haben sich die Leute eigentlich vorgestellt, dass wir jetzt leben. Das war ganz besonders toll, weil der Berliner Schokoladenhersteller Hildebrand konnte im Jahr 1900 anlässlich der 5. Pariser Weltausstellung eine Reihe von Sammelbildkärtchen produzieren. Und die wurden dann den Produkten beigefügt. Und auf diesen Sammelbildkärtchen, da gibt es eine ganze Reihe, stellen sich diese Illustratoren vor, wie die Zukunft aussieht. So, was sehen wir jetzt auf diesem Bild? Auf diesem Bild sehen wir einen Wasserspaziergang im Jahre 2000. Das ist die Überschrift oder eine Unterschrift. Oben drüber steht Hildebrand Schokolade. Und was sehen wir da noch mehr? Wir sehen Menschen und die haben irgendwie so eine Art Skier, Wasserskier an den Füßen und laufen über die Wasseroberfläche von einem See. Und getragen werden sie, also sie gehen ja nicht unter, kriegen auch keine nassen Füße, von irgendeiner Art Heißluftballon-ähnlichen Vorrichtung. Wir haben auf diesem Bild auch verschiedenste Altersgruppen, wir haben verschiedenste Gesellschaftsschichten, das kann man an den Kostümen oder an der Kleidung erkennen. Und wir haben sogar eine von Pferden gezogene Kutsche, wo man, wenn man hinten auf die Hufen des Pferdes guckt, vermuten kann, dass dieses Pferd auch auf dieser Art Wasserskiern steht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So,
wenn man das jetzt angucken würde, man würde sich diese Wasserfläche wegdenken, dann sieht das natürlich irgendwie aus wie ein Spaziergang in einem urbanen Park der Jahrhundertwende, Tiergarten oder ne, Hyde Park oder so. Also so verschiedene gesellschaftlichen Treffen aufeinander. Menschen sind unterschiedlich gekleidet und flanieren da irgendwie durch die Gegend, aber hier sind sie eben auf dem Wasser. Interessant ist, wenn man sich diese Balance anguckt, dass das eigentlich eine super alte Technologie ist, die da 1900 präsentiert wird. Das ist eine Technologie, die ist da schon 100 Jahre alt, denn der erste Mensch stieg 1783 mit einem Heißluftballon in die Luft. Also das Konzept, ein Ballon trägt uns über die Erde, ist alt, als diese Schokoladenbilder gemacht werden. Das passt, und jetzt hört Katrin natürlich zu diesem wunderschönen Zitat: Wenn ein neues Gerät oder Medium auftaucht, dauert es eine Weile, bis alle aufhören, mit dem neuen Ding dasselbe zu machen und dasselbe darüber zu denken, was man schon mit dem Vorgängerding machen und über das Vorgängerding denken konnte. Das ist ein Zungenbrecher. Wir leben noch lange im Alten, obwohl die Möglichkeiten des Neuen schon da sind und für spätere Betrachter unübersehbar sein werden. Und das haben wir hier tatsächlich perfekt illustriert. Wir haben nämlich als das Alte in dieser Illustration, diese fest etablierte Technik des Heißluftballons, die sich aber verbindet. Und jetzt wird es interessant, wenn man nachdenkt, warum zeichnen die jetzt da so schwebende Ballons mit Heliumsynthese, die 1895 das erste Mal erfolgreich durchgeführt wurde. Also man konnte Helium gewinnen. Das mit Helium gefüllte Luftschiff startet aber erst 1921 in die Luft, lange nachdem diese Sammelbilder erschienen sind. Man sieht aber an dieser Illustration so ziemlich genau das, was Katrin Passig in diesem Zitat beschreibt, nämlich, dass sich das Imaginäre neuer Technologien, also Fliegen mit Helium, sich mit den Vorstellungswelten bereits etablierter Technologien verbindet. Also der Heißluftballon, der uns individuell in die Luft hebt. So, das bedeutet aber, dass Imaginäre, was wir an eine Technik oder an Technik dran knüpfen, macht quasi möglich, was wir uns vorstellen und denken können darüber überhaupt. Deswegen rede ich jetzt gerade über Schokoladensammelbildchen von 1900. Und weil ich ja jetzt mit künstlicher Intelligenz gearbeitet habe, kann ich Bezug nehmen auf den großartigen Vortrag von Theresa Heidt, die gesprochen hat über das Algorithmic Imaginary. Also schaut, wie... Das ist ein Begriff von Taina Wucher, die guckt sich schon 2016, glaube ich, an, wie Menschen reagieren auf den Display-Algorithmus der Facebook-Timeline und den dann wahlweise humanisieren oder ne, mit dem interagieren. Theresa Heidt guckt, wie Menschen auf Twitter reagieren auf diese von künstlicher Intelligenz generierten Porträts. Die Idee ist also, nachdem wir es ja schon vorher hatten mit dem Imaginären der Technologie und dem Imaginären der Umwelt, dass wir auch den Algorithmus uns in irgendeiner Art und Weise erzählerisch ausgestalten, mit Eigenschaften versehen und so weiter. Also uns irgendwelche Gedankenmodelle machen. Und diese Gedankenmodelle haben Einfluss auf die Art und Weise, wie wir mit Algorithmen umgehen, mit Algorithmen interagieren. So. Das bedeutet... Und deswegen gab es jetzt ein Sammelbild aus der Schokolade und deswegen gab es die Verweise auf Nature Writing, dass Literatur und Kunst an diesen imaginären Bildern, Vorstellungswelten mitschreibt, also daran mitarbeitet, was wir uns denken können und so weiter. Und idealerweise auch mit Gedankenexperimenten, also wie könnte die Zukunft aussehen 1900 und dann male ich das für die Schokolade, Einfluss darauf nehmen kann, wie sich Menschen eben die Zukunft vorstellen, wie dieses Imaginäre einer Gesellschaft zu einem konkreten historischen Zeitpunkt aussieht. So. Und das können natürlich dann, also es können auf Wasser spazierende Menschen in technologischen Zukunftsvisionen sein. Im Nature Writing ist zum Beispiel das Insektensterben sehr früh vorausgeschildert worden. Aber das prägt alles das Imaginäre. So. Jetzt mache ich den Sprung, warum ich eigentlich, also unabhängig davon, dass natürlich das passt, weil mein Projekt bei der Bremer Netzresidenz von Nature Writing und Machine Writing handelt, passt meiner Meinung nach Nature Writing und digitale Literatur auch noch in mehreren Bereichen miteinander zusammen. Und zwar vor allem in der analogen Fragestellung, die beide literarischen Formen stellen, nämlich was sind eigentlich die Grenzen und Rahmenbedingungen von Menschlichkeit? So, die menschliche Instanz befindet sich in diesem Problemfeld an so einer Schnittstelle, der Mensch zur Natur, der Mensch zur Technik.
Und das ist natürlich alles viel besser, als ich das jetzt hier schnell darstellen könnte, in so posthumanistischen, transhumanistischen Theorien verhandelt worden. Vielleicht ist gut, wenn man einfach allgemeiner sagt, dass der Mensch weder ganz Maschine ist noch ganz Tier, aber mit beiden Gemeinsamkeiten hat. Und diese Gemeinsamkeiten oder auch die Unterschiede kann man besonders gut erzählerisch ausloten. So. Das bedeutet, wenn wir uns oder wenn man sich literarisch auseinandersetzt mit Fremdheitserfahrungen, wenn man also einer Maschine begegnet, die irgendwie nicht richtig ein Mensch ist, aber mit der man sich irgendwie auseinandersetzen kann, zum Beispiel einem lyrik-generierenden Algorithmus, dann kann daraus eine Produktivität entstehen, die auch entstehen kann aus der literarischen Auseinandersetzung mit einem Falkenjungen, den man aufzieht, wie in Ages for Hawk, oder mit den Eigenschaften von Mikroorganismen, oder ich spreche mit Bäumen. Ne? Also das sind alles gewisse Formen von Fremdheitserfahrungen und die werden verhandelt in Nature Writing und Digital Poetry, nämlich die Frage zum Gegenstand. Und diese Fremdheitserfahrungen, die entstehen eben daraus, dass diese Kommunikation von Maschinen oder auch von Vögeln oder von Fischen sich niemals vollständig in ein menschliches Zeichensystem übersetzen lässt. Ne? Also wenn ich mir einen Vogelschwarm angucke und ich versuche, die zu verstehen, oder ich lebe mit Gänsen und versuche, die zu verstehen, gibt es immer eine Restfremdheit. Also ganz komplett komme ich da nicht ran. Und das ähnelt tatsächlich der Erfahrung, die man macht, wenn man zum Beispiel mit AI Literatur generiert, weil nämlich plötzlich diese ganz exakten Wege durch die Daten, die der Algorithmus genommen hat, nicht mehr so richtig nachvollziehbar sind. Es gibt also ein gewisses Überraschungsmoment. Die Gans hat sich jetzt anders verhalten. Und es gibt so einen Splitter Unverständlichkeit. Warum geht die Gans jetzt da drüben hin? Und dies macht irgendwie für mich den Reiz aus an dem Generieren von Lyrik mit einem Algorithmus. So ein solcher Splitter, also ein solches irgendwie nicht richtig verständliches, war für mich dann dieser Kohletruck, der dann immer wieder in den Gedichten auftauchte. Ich habe selber 11 Versuche gemacht in dem Projekt von der Bremer Netzresidenz. Da ist der Kohletruck in 2 Gedichten enthalten gewesen. Ich habe die beiden Gedichte, wo er drinne ist, veröffentlicht. Der taucht aber in mehreren auf. Ich habe ja nicht alle Gedichte genommen, die ich generiert habe. Aber wir haben immer dieses I am a coal truck. So, als das Projekt fertig war, bekam ich eine E-Mail von einer großartigen Studentin, die, weil sie dieses Projekt mitbekommen hatte, auch angefangen hat, mit Im2Poem zu spielen und fragte, ob dieser coal truck bei mir auch immer auftauchen würde. Und ich dachte, ja, bei mir taucht er auch immer auf. Sie hat sich dann auf die Suche gemacht und hat im Netz eben dieses Gedicht gefunden aus dem Korpus und aus dem diese Zeile stammt. Und sie hat sogar den Dichter kontaktiert und ihm von der AI erzählt, die halt diesen Kohletruck aus seinem Gedicht aufgegriffen hatte und diesen Kohletruck jetzt plötzlich irgendwie in ganz vielen generierten Gedichten auftauchen ließ. Das hat mich dann natürlich auch motiviert zu schauen, wer ist das eigentlich und was ist das für ein Gedicht? Man findet den auch recht schnell, wenn man I am a coal truck googelt, weil so viel Lyrik, in der I am a coal truck auftaucht, gibt es nicht online. Man findet also den malaysischen Dichter T. Wignesan, ich weiß es nicht ganz genau, der an mehreren Stellen online auch eine Biografie veröffentlicht hat von sich selber. Man kann ihm also durch sein bewegtes Leben folgen. Der ist geboren in Malaysia, studierte dann und arbeitete in vielen verschiedenen Orten, Seremban, Kuala Lumpur, London, Heidelberg, West-Berlin, Madrid, Paris, war einige Jahre staatenlos, arbeitete auch als Literaturwissenschaftler und veröffentlicht eben schon seit einem halben Jahrhundert Lyrik. Unter anderem oder angefangen hat das mit diesem Debütband Tracks of a Tramp, der ist 1961 erschienen. Und aus diesem Gedichtband kommt auch Cold Truck, das er Gertrud Wiedmeier gewidmet hat. Da wird man natürlich auch neugierig und denkt, jetzt wäre es jetzt Gertrud Wiedmeier. Und wenn man dann sucht, dann findet man in dem gleichen Gedichtband ein weiteres Gedicht. Das nennt sich Little Clock. Und in diesem Gedicht Little Clock erfährt man, dass Gertrud Wiedmeier seine Vermieterin in Heidelberg ist. Plötzlich ist also diese Person, von der I am a coal truck kommt, viel plastischer geworden. Das Gedicht an sich ist formal ziemlich regelmäßig, das hat man da eben gerade gesehen. Das hat also 5 Strophen. Die sind zwar im freien Vers verfasst, zeichnen sich aber dadurch aus, dass die Verszahl alterniert. Also es gibt einmal 5 Verse, einmal 4 Verse, einmal 5 Verse, einmal 4 Verse. Und wichtig ist, die haben am Anfang alle eine Anapher, und zwar die Anapher I'm a coal truck. So, jetzt wollte ich natürlich wissen, in welchem Korpus sind dieses Gedicht und wie wird es abgebildet und so weiter.
habe dann durch diese beiden Gedichtkorpora durchgewühlt, die beide bei GitHub zu finden sind. Also man kann da gut reingucken und da herausgefunden, dass die 5 Strophen in diesem Korpus alle als einzelne Einträge, also jede Strophe ist ein Eintrag mit separater ID und die Zeilenumbrüche, also Verse werden durch Backslash geteilt. Das bedeutet, I'm a coal truck kommt quasi in 5 verschiedenen Gedichten vor, weil diese 5 Strophen eben unterteilt worden sind. So, das ist anders erstmal als in dem Paper gesagt, weil da wurde ja gesagt, alles, was über 10 Zeilen ist, wird rausgestrichen. Wurde gar nicht rausgestrichen, sondern wurde in Strophen unterteilt, die dann als einzelne Gedichte geführt werden. Nun ist es natürlich schwer herauszufinden, wie kommt jetzt dieser Cold Truck in diesen Algorithmus und warum kommt der ständig. Aber es lässt sich natürlich schon vermuten, wenn ich in einem Korpus 5 Gedichte habe, in denen jeweils ein Cold Truck drin ist, dass ich ein statistisches Ungleichgewicht produziert habe. Ich habe dann geschaut, also das wird jetzt alles sehr ausführlich und das ist eigentlich auch gar nicht das, worauf ich hinaus will. Aber ich vermute, die Auftauchwahrscheinlichkeit von diesem Satz I'm a coal truck in den Resultaten von Into-Poem liegt eben daran, dass überdurchschnittlich viele Gedichte drin sind, in denen I am a coal truck vorkommt. Und das ist das andere Interessante, ich habe den Verdacht, dass dieses vortrainierte Netzwerk tendenziell kürzere Verse bevorzugt. Die dürfen also nicht so lang sein. Das bedeutet, diese I am a coal truck-Zeilen treffen in 2 Punkten eben das Ziel, sind mehr vorhanden in dem Datenkorpus und sie sind kurz, was die AI mag. So, und dadurch tauchen die dann ständig auf. Und plötzlich wird durch diesen kleinen Fehler, der ja eigentlich nur ein kleiner statistischer Fehler ist, der Verfasser von diesen Gedichten sichtbar. Wir erfahren nicht nur sein bewegtes Leben, sondern erfahren auch, dass er eine Vermieterin in Heidelberg hat. Und dann denkt man plötzlich nach, wer ist diese Vermieterin Heidelberg und wieso schreibt dieser Mann für sie 2 Gedichte und so weiter. Wir haben also hier einen Trainingskorpus von Into-Poem und dieser Trainingskorpus ist eigentlich eine Art Intertext für die generierten Gedichte. So, digitale Literatur. Also die als Produkt von einer Lyrik generierenden künstlichen Intelligenz erscheint, so wie eben hier bei Into-Poem, nimmt also dann irgendwie eine aktive A Rolle ein bei der Arbeit an diesem Algorithmic Imaginary. Also stellt Fragen neu nach Autorschaft, nach Intertext, nach kollektiver Kreativität. Wo kommen eigentlich diese Gedichte her? Wer hat diese Gedichte geschrieben und so weiter? Wir haben also eine aktive Arbeit am Algorithmic Imaginary. So, dass da jetzt dieser Autor drin ist. Und dass da jetzt ein Werk zitiert ist, das ist erstmal nicht so überraschend, weil Literatur hat eine lange Tradition von Verweisen, von Zitaten, von Anspielungen. Das kann man in vielen Texten finden. Da gibt es eine ganz eigene riesige Intertextualitätstheorie zu. Man könnte also sagen, na ja, jetzt ist halt der Wittgenstein hier aufgetaucht. Das ist eine bestimmte Form von Intertextualität, die eben die künstliche Intelligenz jetzt hat, weil in diesem Korpus sind halt einfach viele Gedichte, so wie wenn ich jetzt irgendwie 100 Bücher lese und ich schreibe davon beeinflusst ein Buch. Dann taucht da ja eventuell auch was drauf. Ne? Oder wenn, weiß nicht, Thomas Mann, Tonio Krüger enthusiastisch Schiller zitieren lässt, dann haben wir ja auch Schiller im Intertext. Vielleicht ist das einfach nur so und wir brauchen uns gar nicht mehr Gedanken darüber zu machen. Aber wenn man über T. Wignesand nachdenkt, so Moment, dann denkt man auch darüber nach, was hat das eigentlich mit menschlicher Arbeitskraft zu tun, die hinter diesem Algorithmus steht? Also, wie wird individuelle menschliche Arbeitskraft bei der Arbeit mit neuronalen Netzwerken im Bereich der digitalen Literatur sichtbar? Im Fall von Into-Poem ist das sehr transparent, weil wir ein Paper haben, in dem geschrieben wird, wie das produziert wird. Und da lernen wir, dass für die Evaluation von diesem neuronalen Netzwerk auf eine große Zahl von Amazon Mechanical Turks zurückgegriffen wurde. Was sind Amazon Mechanical Turks? Das ist eine Plattform von Amazon, wo eben so eine Mini-Arbeitsaufträge verteilt werden, die für sehr wenig Geld ausgeschrieben werden an Clickworkerinnen oder Crowdworkerinnen. Beide Begriffe werden verwendet und die finden eben über diese Mechanical Turks-Plattform ihre Aufträge und arbeiten die dann ab. Man kann also arbeiten in sehr, sehr kleine Unterteile. Unterbrechen und dann eben sehr viele Menschen diese Arbeit machen lassen. Auf diese Art und Weise wurde zum Beispiel Moby Dick
übersetzt in Emojis. Ne, man kann halt sagen, jetzt unterteile ich das halt in ganz viele Sätze und gebe jedem Crowdworker, jeder Crowdworkerin einen Satz und die übersetzen das. Also das und über Amazon Mechanical Turks werden ganz viele von diesen Jobs vergeben. Man kann sich da auch anmelden, man kann mal einen machen, sollte man mal machen, das ist nämlich interessant. Viel von dem, wie unser Internet funktioniert oder wie auch künstliche Intelligenz funktioniert, lässt sich davon nicht abtrennen. Wir haben also in diesem Paper einen Verweis darauf, dass mit Amazon Mechanical Turks gearbeitet worden ist. Und wir erfahren sogar noch viel mehr. Schon im Abstract auf der ersten Seite des Papers steht als Beweis für den Erfolg des Algorithmus, der produziert worden ist, Turing test carried out with over 500 human subjects, among which 30 evaluators are poetry experts, demonstrates the effectiveness of our approach. Wenn man dann in das Paper genauer reinguckt, gibt es einen ganzen Abschnitt dazu, der nennt sich Human Evaluation. Und da wird erklärt, also A, sehr lustig, wie diese 30 Lyrikexperten definiert worden sind. Das waren eben Leute, die irgendwie ein Studienfach hatten, was im weitesten Sinne verwandt war mit English Literature oder English Literature. Die wurden dann als Experten geführt. Und der Rest waren eben reguläre Amazon Mechanical Turk Clickworker. Und von diesen 30 Experten waren, glaube ich, 10 mit Muttersprache Englisch. So, was haben jetzt diese Clickworker gemacht? Sie haben die generierten Gedichte vorgesetzt bekommen und haben sie bewertet auf 3 Ebenen. Einmal haben sie bewertet nur die generierten Gedichte in Bezug auf Content, Emotion und Scene. Was das genau sein soll, Scene hat mich natürlich extrem interessiert, das erfährt man aber aus dem Paper nicht. Sie bewerten auch die Sinnhaftigkeit von solchen Bild-Gedicht-Kombinationen, also passt das Gedicht zu dem Bild, mit dem es generiert worden ist. Und da haben sie 4 Kriterien, nach denen sie das bewerten, nämlich Relevanz, Kohärenz, Einfallsreichtum und übergeordneter Gesamteindruck. 1 bis 10, passt das? Ja, passt. So, und dann, und das ist das Dritte, führen diese 500 CrowdworkerInnen auch einen Turing-Test durch. Und dieser Turing-Test, da sollen sie entscheiden, sind die Gedichte, die sie vorliegen haben, von einem Menschen oder von einer Maschine geschrieben. Und da schneidet eben der Algorithmus mit Im-to-Poem erstaunlich gut ab. Für mich vor allem erstaunlich gut, weil die Qualität der Gedichte, die generiert wird, eigentlich nicht so gut ist, wo man schon sagen würde, das klingt irgendwie, als hätte das eine Maschine generiert. Aber laut dieses Papers schneiden die eben sehr gut ab oder kommt durch diesen Turing-Test sehr gut durch. So. Im Gegensatz zu T. Vignesan, den wir herausfinden konnten in den Gedichten, dessen Gedicht wir finden konnten, über dessen Biografie, sogar über dessen Vermieterin wir was erfahren konnten, bleiben diese CrowdworkerInnen komplett unsichtbar. Die werden also nur erwähnt. Annette Gilbert hat einen interessanten Aufsatz geschrieben, der nennt sich Kollaterales Schreiben, digitale Kollaboration im Zeitalter von Crowdworking und Algo-Taylorismus. Und da geht es eben um dieses Crowdworking als Teil von Literatur. Und ich habe einfach ein komplettes Zitat mitgebracht, weil das so sinnvoll ist. Mit dieser digitalen Form des Taylorismus, die man mit Ord Launay als Algo-Taylorismus bezeichnen könnte, geht einher, dass die Crowd nicht mehr in ihrem Potenzial als Schwarmintelligenz gefragt ist, sondern sich in der Rolle des globalen Prekariats der Gegenwart wiederfindet. Die Crowdworker agieren zumeist in einer rechtlichen Grauzone zu äußerst fragwürdigen Bedingungen. Prekär beschäftigt, unterbezahlt, nicht sozialversichert, pseudo-selbstständig, gewerkschaftlich unorganisiert, ohne Arbeits- und Kündigungsschutz, der ständigen Bewertung ihrer Performance in einem höchst kompetitiven globalen Umfeld sowie der Willkür der Auftraggeberinnen unterworfen, die, damit wirbt Amazon offensiv, die Annahme und somit die Bezahlung der erbrachten Leistung verweigern können und trotzdem das Eigentum daran erlangen, ohne dass die Worker dies anfechten können. Also in diesem Zitat, deswegen habe ich es direkt ganz übernommen, kriegt man einen ziemlich guten Überblick über die Arbeitsbedingungen für diese Amazon Mechanical Turks, die natürlich auch, und das ist wichtig, keinerlei gewerkschaftliche Organisationen haben oder so. Ne? Also das ist eben ein gar nicht so ganz neues Berufsfeld. Das ist ja schon über eine Dekade alt, aber die Organisation ist eben sehr gering. Gleichzeitig sind diese Worker aber extrem stark beteiligt an allem, was heute mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, weil eben diese Trainingsdatenkorpora ja von Menschen gemacht werden müssen, in irgendeiner Art und Weise. So. Die ethischen Probleme, die daraus resultieren,
werden meist nur daran festgemacht, dass es eben diese prekäre Arbeitssituation gibt. Die sind aber tatsächlich sogar noch komplexer. Es gibt ein sehr gutes Paper dazu, das ist auch noch recht aktuell. Das nennt sich Beyond Fair Pay, Ethical Implications of NLP Crowdsourcing. Und da geht es darum, dass man eben nicht nur schauen kann auf die Lohnzahlungen, die schrecklich sind, und die Arbeitsbedingungen, die auch schrecklich sind, sondern dass man auch noch mehr über die Rahmenbedingungen des Clickworkings insgesamt nachdenken muss. Also ist das eine sinnhafte Tätigkeit? Macht das die Menschen zufrieden? Retraumatisiert es Menschen, wenn plötzlich Bilder erscheinen auf dem Bildschirm, von denen man eben, mit denen man ein Problem hat und so weiter? Also es gibt sozusagen ganz große ethische Probleme mit dieser Art zu arbeiten. Das wird in diesem Paper sehr ausführlich analysiert. Und sie machen einen Vorschlag, den ich sehr interessant finde. Und zwar wurden 1978 schon im Bellman Report, nennt sich das, Prinzipien formuliert, nach denen Menschen geschützt werden sollen vor Forschung in der Biomedizin und Verhaltensforschung. Also, wie kann ich sozusagen ethisch Menschen einsetzen für meine Forschung? Und die plädieren eben in diesem Paper dafür, dass CrowdworkerInnen auch so behandelt werden. Also, dass man eben nicht einfach irgendwelche Aufträge bei Amazon Mechanical Turks raushaut, sondern dass man eben diese Menschen, die dann an der Forschung konkret beteiligt sind, genauso behandelt wie Menschen in medizinischer, biomedizinischer Forschung. So, das ist diese drei Kriterien nach diesem Bellman Report, die nennen sich Respect for Persons, which includes the requirement to acknowledge autonomy and the requirement to protect those with diminished autonomy. Da kann man dann drüber nachdenken, was das zu tun hat mit der Prekarität der meisten Crowdworker. Dann Punkt 2, Beneficence, which mandates considering whether the benefits resulting from the research can outweigh the risks. Und drittens, Justice, requiring that the burden and benefits of the research are equally shared among potential subjects. Gerade bei den Benefits wird das sehr schnell sehr icky, wenn man darüber nachdenkt, weil wir eben die Crowdworker werden entlohnt auf Basis von wenigen Cents. Gleichzeitig ist natürlich das, was produziert wird mit künstlicher Intelligenz, die aufbaut auf eben von CrowdworkerInnen erstellten Corpora, ökonomisch sehr, sehr schlagkräftig. So. Wir haben also in der Wissenschaft schon den Anfang von der Diskussion über Kriterien, mit denen man diesen ethischen Problem des Clickworkings begegnen kann. Dieses Bewusstsein ist in der digitalen Literatur natürlich naturgegeben. Das ist ja einfach, ja, noch nicht so weit, so, um es mal so ganz pragmatisch zu sagen. So, welche ethischen Probleme hat denn die digitale Literatur? Wenn wir jetzt, und das hatten wir ja vorher, oder hatte ich vorher versucht zu zeigen, was es bedeutet, wenn wir sagen, die digitale Literatur arbeitet am algorithmisch-imaginären mit, also an so einer Vorstellung von Intelligenz, künstlicher Intelligenz schreibt sie mit, dann entstehen daraus in irgendeiner Form vermutlich ethische Probleme, und zwar der gesamte Backlog, der eben an künstlicher Intelligenz dranhängt. So, das sind Fragen, denen sollten sich die Menschen, die sich mit digitaler Literatur befassen, vermutlich nicht entziehen. So, das ist zum Beispiel die Frage, ob Literatur, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, dazu beiträgt, dass menschliche Arbeit am Algorithmus gefühlt mit verdeckt wird. Also die CrowdworkerInnen unsichtbar werden. Denn das ist tatsächlich in unserer Konzeption, in unserem Imaginären von künstlicher Intelligenz nicht mit enthalten, dass es da eben diese großen Zahlen von Menschen gibt, die für sehr geringe Löhne oder für sehr geringe Aufgabenhonorare diese Aufgaben erfüllen, weswegen es überhaupt künstliche Intelligenz geben kann in der Art und Weise, wie es sie heute gibt. So. Die Frage ist auch, reproduziert digitale Literatur Bilder von einer Co-AutorInnenschaft von Mensch und Maschine, bei denen die CrowdworkerInnen komplett vergessen werden. Da muss man drüber nachdenken, wenn man digitale Literatur schreiben möchte. Wenn man jetzt sagt, man möchte weiter digitale Literatur machen, was ich natürlich machen möchte, dann ist es vermutlich sinnvoll, dass man sich bestimmte Anforderungskriterien an AI-Literatur überlegt, die sich mit diesem ethischen Problem des algorithmischen Imaginären auseinandersetzen. Das nämlich eben beinhaltet, dass menschliche Arbeit hinter dem Forschungsverhältnis-Algorithmus verschwindet. Und jetzt mache ich wieder die Kurve zu den Falken und den Hütten und den Wäldern, weil sich nämlich in diesem Bereich der Blick auf Nature Writing lohnt.
Und zwar ganz pragmatisch, weil die Metareflexion dessen, was eben unsere Vorstellungswelten von Natur ethisch bedeuten, im Nature Writing durch die ganze Klimakatastrophe natürlich schon weiter sind. Also da wurde sich schon viel mehr darüber Gedanken gemacht, wie die Art und Weise, wie wir Umwelt erzählen, welche ethischen Implikationen das hat und wie man dem begegnen kann. Nämlich an der Frage, verschwindet die Natur hinter den menschlichen Akteuren? So, dieses Buch, was da rechts abgebildet ist von Lawrence Buell, The Environmental Imagination, ist eine Art Standardwerk mittlerweile schon. Das ist von 1995. Und das Interessante daran ist, dass in diesem Buch vier Kriterien festgemacht werden, anhand derer man sozusagen schauen kann, ob ein literarischer Text über eine ethisch angemessene Umweltimagination, also Environmental Imagination, verfügt, bei der diese Natur eben nicht hinter den Menschen zurückbleibt. In solchen Texten tritt nach Buell nichtmenschliche Umwelt nicht nur als Rahmen menschlichen Handelns auf, das menschliche Interesse wird nicht als einziges legitimes Interesse präsentiert, die menschliche Rechenschaftspflicht gegenüber der Umwelt ist Teil der ethischen Orientierung des Textes und es gibt ein Gefühl dafür, dass Umwelt ein Prozess ist und keine Konstante. Und das wird zumindest implizit im Text bewusst gemacht. So. Meine Idee war jetzt, ob man eben, und das ist ein Entwurf, ne? Also ich versuche darüber nachzudenken, das ist aber alles noch sozusagen vollkommen in den Anfängen und ich bin auch für Kritik sehr offen, aber meine Idee war, ob man das anwenden könnte auf Kriterien, nach denen man eine ethisch angemessene Vorstellung von Algorithmen sich macht, also dieses Algorithmic Imaginary. Da müsste man, wenn man sich jetzt umgekehrt diese Frage stellt, ist es ja ein bisschen anders gedreht als beim Nature Writing. Also beim Nature Writing wird darüber nachgedacht, wie die Umwelt hinter den Menschen verschwindet. Beim Digital Writing oder beim Algorithmic Imaginary geht es ja vielmehr darum, verschwindet der Mensch hinter der Maschine. So, wenn man sich dann aber von Buell inspirieren lässt, dann könnte man folgende Kriterien formulieren. Erstens, die an den Algorithmen beteiligten Menschen, besonders die CrowdworkerInnen, tauchen in digitaler Literatur nicht nur als Fußnote der künstlichen Intelligenz auf. Zweitens, das algorithmische Interesse wird im Text nicht als einziges legitimes Interesse präsentiert. Drittens, die Rechenschaftspflicht gegenüber den in vielfältiger Form am Algorithmus beteiligten Menschen ist Teil der ethischen Orientierung des Textes. Die Trainingsdatenkorpora werden diesbezüglich kritisch reflektiert. Welche Gedichte sind da abgebildet? Wer kann schreiben? Wer wird gehört? Welche Gedichte gehen ein in das Training einer künstlichen Intelligenz? Wie sieht das da aus mit den ganz klassischen, also mit den etablierten strukturellen Diskriminierungsformen, Race, Class, Gender? Wer kann diese Algorithmen schreiben und so weiter? Also das ist alles in Punkt 3 impliziert. Und dann haben wir Punkt 4. Der Text entwickelt zumindest implizit ein Gefühl dafür, dass die Entstehung von Algorithmen ein Prozess ist, an dem Menschen in vielfältiger Form beteiligt sind. Und das wären für mich die Kriterien, mit denen Literatur eben von Algorithmus erzählen kann. Und damit meine ich nicht mal nur Texte, wo eine AI Lyrik generiert, sondern ich meine auch Texte, die eben von Digitalisierung oder von Computern erzählen. Denn, Moment, das, was wir ja gesehen haben bei den Heißluftballons und dem Helium und so weiter, ist ja, dass unsere Imagination von Technik auch auf die zukünftige Entwicklung von Technik zurückwirkt. Wenn wir also sagen, das algorithmische Imaginäre, also die Vorstellung, die wir uns vom Algorithmus machen, wirkt zurück auf die zukünftigen Entwicklungen von Algorithmen, dann ist das tatsächlich vielleicht das wichtigste Problem, mit dem sich digitale Literatur auseinandersetzen muss. Oder, und dann kann ich hier nochmal Tainer Bucher zitieren, if we want to understand the social power of algorithms, it is important to understand how users encounter and make sense of algorithms and how these experiences in turn not only shape the expectations users have towards computational systems, but also help shape the algorithms themselves. Also wenn wir am algorithmischen Imaginären arbeiten, und das tut digitale Literatur, dann haben wir die Verantwortung, wie Menschen da abgebildet werden und müssen uns damit in irgendeiner Form auseinandersetzen. Und damit würde ich, glaube ich, jetzt diesen Vortrag beenden und bin gespannt auf Kritik. Und wie gesagt, also das ist ein Versuch und ich habe das erst versucht, zum ersten Mal sozusagen konzeptuell zu greifen, wie man diesen ethischen Problemen begegnen könnte und wie man sich inspirieren lassen kann von einer anderen
von einem anderen literarischen Genre, wo die Überlegungen eben schon weiter sind. Und das ist für mich Nature Writing, die sehr viel nachdenken über die ethischen Implikationen des Erzählens. Herzlichen Dank.